Was kann man denn hier eigentlich so kaufen? Ah ja. Haha! Nicht dein Ernst! Moment mal. Ich glaube, ich weiß, wie das funktioniert. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077, meine lieben Freunde. Wir haben beim letzten Mal die Judy befreit? Ja doch, hatten wir gemacht, genau. Und wir sind jetzt kurz davor, mit ihr zu sprechen. Ich bin sehr gespannt, wie es in dieser dystopischen Zukunft weitergeht. Und ich hoffe, ihr seid auch drauf gespannt. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Cyberpunk 2077 reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die am Anfang des Videos rechts um eine Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und mein Gott, sieht das schon wieder geil aus. Selbst bei diesem Mistwetter. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Oh Gott! Julie, was ist passiert? Du bist zu klein geworden. Was ist denn Julie? Ach, da! Ja, ja, ist okay. Ich muss mich erstmal wieder an die Wegfindung hier gewöhnen. Schon wieder ein bisschen ein kleiner zeitlicher Abstand zur letzten Session. Alles gut, hier müssen wir rein. Oh, hat die eine geile Bude hier. Warte mal, was ist denn hier los? Die hat ja sogar ein Aquarium. Sie schläft. Ah ja. Glaub ich zumindest. Ach, das ist Judy. Nee, den Moment. Ihre Augen sind geschlossen und sie hat aufgehört zu zittern. Ihr habt die Namen schon wieder durcheinander gebracht. Wenn sie mir nicht so leid täte, hätte ich sie schon längst getötet. Ja, ja, nein, sie haben wir gerettet und mit ihr haben wir die Rettung durchgezogen. Ich muss mit ihr reden. Ich muss mit ihr reden. Hör zu. Ich weiß, du hast ein paar wichtige Fragen und sie hat die Antworten. Wenn ich du wäre, wäre ich sicher genauso hartnäckig. Zu meiner Verteidigung. Das kannst du im Moment vergessen. Ich komme auch nicht zu Wort. Sie ist völlig am Ende. Alles gut. Boah, willst du mich verarschen? Was? Keanu, sei leise. Genau, ich bin gerade im 12-Stunden-Stream. Wir haben jetzt schon 9 Stunden hinter uns. Und dass ich die Namen jetzt durcheinander bringe, da müsst ihr jetzt einfach mit leben, ja? Das ist jetzt einfach so. Das kriegt mein Gehirn nicht mehr hin jetzt. Und es ist außerdem auch noch ein ziemlich großer zeitlicher Abstand zur letzten Session. Ich glaube, vor Weihnachten oder so war die letzte. Deswegen irgendwann vor Weihnachten. Wie fühlt sie sich? Kannst du dir doch vorstellen. Diese Stadt hat ihr den letzten Tropfen Menschlichkeit rausgesaugt. F hat ihr alles gegeben, was sie hatte. Und sie hat immer noch mehr, mehr, mehr genommen. Sie ist jetzt in einer Art Trance, als hätte sie sich in sich selbst zurückgezogen. Reagiert überhaupt nicht auf ihre Umgebung. So, so. Ich wollte wirklich, wirklich nicht in ihrem Kopf rumwühlen. Ich hab's nur für dich getan. Damit du's weißt. Hm. Das ist aber nett von ihr. Du bist sauer auf sie, warum? Du bist sauer auf sie? Warum? Als du meintest, ich soll ihren Verhaltenschip durchsuchen, hatte ich echt schon die Schnauze voll von deinem Scheiß. Hm. Judy, mir blieb keine... Ich weiß. Schon gut. Dann verstehe ich nicht, warum... Das verstehst du gleich. Ich zeig dir die Virtu, die ich gefunden habe. Okay, nee, warte halt erstmal die anderen Fragen. Wie viele BDs konntest du runterziehen? Immer ganz wichtig, auch die anderen 2. Fragen stellen. Allerdings ist nur einer intakt. War zu erwarten. Der Rest... Naja, der Rest ist im selben Zustand wie Evelyn. Hast du sie angeguckt? Du hast sie wohl schon gesehen. Ja, musste viel Arbeit reinstecken, damit sie überhaupt Sinn ergeben. Hm. Aber ich will dich nicht beeinflussen. Du solltest sie unvoreingenommen ansehen. Braindance, meine lieben Freunde, können wir wieder auf Spurensuche gehen. Nice. Okay, lass mal sehen. Ich bin gespannt. Müssen wir das hier gleich vor Ort machen? Ich muss die Parameter einstellen. Ah, hey, jetzt gleich hier direkt vor Ort. Schätze, jetzt finden wir raus, ob unsere Puppe echt durchgeknallt ist. Komm schon, wie? Ich gebe gerne als Erster zu, dass das nicht gut aussieht. Ich setze mich mal aufs Bett. Berühren. Das ist, kommt, glaube ich, nicht gut, oder? Wenn wir das machen. Weil sie hat ja gerade gesagt, sie soll sich ausruhen und soll nicht mit uns reden. Hm. Ja, wir probieren. Ich probiere mal so. Erstmal auf den Puff. Wie nett du sein kannst. Keanu, geh weg. Das sind intime Momente hier. Du darfst da nicht zugucken. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ach, jetzt ist er weg. Siehst du, hat er sich gleich weggeschlichen. Warte mal. Hier, wir müssen hier das machen. Setz dich. Okay, lass laufen. Die Dateien waren stark beschädigt. Kaum zu editieren. Okay. Bin froh, dass du überhaupt was retten konntest.
Das Laden dauert ein bisschen. Das Laden. Die Qualität ist mies, aber ich habe mein Bestes getan. Na, da bin ich mal gespannt. Wow. Rein in den Brain Dance, meine lieben Freunde. Wonach suchen wir? Wow. Jedes Stück Tech? Die Sicherheitssysteme? Ach du meine Güte, das ist ja alles unvollständig. Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Virtu. Und seine Nachrichten? Nur wenn du das drauf hast. Das ist ja alles unvollständig in dem Brain Dance. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Sei so entspannt wie immer. Und wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden, sollte ich dann vielleicht darauf... Biochip, wo hast du davon gehört? Das hat dich nicht zu interessieren. Du drehst die Virtu, du kommst zurück. Wir geben dir die Eddies. Das ist dein einziger Job. Erstmal mal der Rest geht dich nichts komplett anschauen. Verstanden. Okay. Ich gehe mal in den Edit-Modus. Zieh dich ruhig um, wenn du willst. Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr wichtig wäre, wenn wir rauskriegen, wer das hier ist. Diese unvollständige, verschlüsselte Datenfigur. Das wäre irgendwie ganz praktisch. Okay. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder auch auf die Steuerung klarkommen. Das tut mir, wie gesagt, etwas leid, aber... Wenn man halt mit einem großen zeitlichen Abstand so ein Spiel spielt, muss man immer erstmal wieder reinkommen. Das ist leider immer so ein bisschen das Problem. Also, Flugblätter. Ist vielleicht nicht wichtig. Vielleicht. Aber sie sind alle aus Pacifica. Das grenzt immerhin unsere Suche ein. Konnte man das nicht irgendwie nochmal scannen auch? Achso, hat er schon, okay. Warte, dann gehen wir nochmal da an Anfang zurück. Da ist nämlich auch noch was markiert. Ja, das ist Evelyn, genau. Man kann ihre Silhouette so ein bisschen erkennen. Ja, wer ist das? Ich kann ihr Gesicht nicht sehen. Das ist die Frage, wer ist das? Normalerweise ist so eine Verschlüsselung leicht zu knacken. Aber nicht dieses Mal. Wer auch immer sie ist, sie hat verdammt gute Netrunner-Skills. Mhm. Entweder das oder jemand hilft ihr. Okay, also sie haben wir uns schon mal analysiert. Die kommen mir bekannt vor. Was ist das? Weave-Markierungen. Kennst du dich mit denen aus? Ach da. Nicht gut genug, um zu verstehen, was sie bedeuten. Hab aber eine Idee, wer sie benutzen könnte. Ja, stimmt. Wer denn? Das ist so ein Bild. Vielleicht die Voodoo Boys. Ist aber nur eine Überlegung. Ha. Bin mir nicht sicher. Diese unheimlichen Netrunner? Die sind nicht leicht zu finden. Wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Ein Netrunner. Und jetzt? Ja. Sieht aus, als würde ich einen Ausflug nach Pacifica machen. Verlasse den Braindance. Okay, dann haben wir wohl alles erledigt. Schließen. Okay, ich glaube, wir haben alles. Ob man da noch zusätzliche Hinweise finden kann, die einen noch ein bisschen mehr Detail... Aber eigentlich nicht, oder? Das soll ja eigentlich nur die Story voranbringen. Was denkst du? Will ich mal nicht, ich glaube. Die Frau, die sie angeheuert hat. Evelyns Auftraggeberin. Eine Ahnung, mit wem wir es zu tun haben? Ich kann auch nur raten. Sorry, V. Jetzt weiß ich, warum sie sie kalt machen wollten. Jetzt wissen wir, was im Clouds passiert ist. Wir haben versucht, sie kalt zu machen. Haben ihren Chip angegriffen. Also war es Rache? Weil sie sie verarscht hat? Sie wusste mehr, als sie dachten. Das konnten sie ja nicht durchgehen lassen. Vor denen ist sie also weggelaufen. Anscheinend hat Evelyn uns nie die ganze Wahrheit gesagt. Ach was. Wenn ich nur gewusst hätte, in was für eine Scheiße sie sich geritten hat. Oh Mann. Oh, ich bin so wütend auf sie. Ihr Job war nur, eine Virtu aufzunehmen. Verdammt beeindruckend, dass sie einen kompletten Überfall auf die Beine gestellt. Und ihre Auftraggeberin den Biochip weggeschnappt hat. Das stimmt. Dafür brauchte sie euch. Darum hat sie euch angeheuert. Sie hat sich das alles selbst eingebrockt. Und dir. Da ist noch eine Aufnahme. Ach ja, stimmt. Es gab ja zwei Braindances. Ja, komm, her damit. Klar, warum nicht? Mich kann mittlerweile nichts mehr überraschen. Ha, mal gucken. Wer weiß, was das jetzt ist. Und da sind wir wieder in einem Braindance. Oh, Francais. François. Guck mal, es wird gar nicht übersetzt. Nous prenons chance là.
Das war aber gerade falsch übersetzt, oder? Also das war doch gerade nicht Französisch da in dem Text. Das ist für ein Französisch. Was spricht sie für eine Sprache? Weiß nicht. Haitianisches Kreol? Das sind die Voodoo-Boys. Was, haitianisches Kreol? Moment, lass mich nach einem Echtzeit übersetzen. Was soll denn das sein? Du kannst aber versuchen, dich auf die Telefonfrequenz abzustimmen. Ach so, das ist dieser... Ja doch, das kann sogar sein. Ich glaube, auf Haiti sprechen die so ein komisches Französisch tatsächlich. Das kann sogar echt sein, dass das irgendwas ist. Weil das irgendwas real Existierendes ist tatsächlich. Aber es hat sehr französisch geklungen am Anfang. Ohne Witz. So, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Ach ja, ich muss ja in den Edit-Modus. Spielbär, du musst in den Edit-Modus. Übrigens. Die Sprache, genau, wir müssen die Sprache analysieren. Moment, wir müssen in die Ebene der Sprache. Versuch, das Telefon zu scannen. Ja, ja, mach ich. Warte, da müssen wir ein bisschen weiter vor. In den markierten Bereich. Geschafft. Noch eine Sekunde. Haben wir es geschafft, ja. Ich muss wissen, was sie sagen. Was hat Yorinobus Namen gehört? Sie haben Yorinobu erwähnt. Sicher hat Evelyn die Aufnahme deshalb so gut versteckt. Da war noch ein Name. Klang wie... Silverhand. Johnny Silverhand. Oh nein. Wir müssen herausfinden, was sie sagen. Könnte wichtig sein. Gut, ich habe gerade das Echtzeit-Übersetzungstool gefunden. Sollte mit deinem System kompatibel sein. Ich installiere es jetzt. Die reden über Keanu. Sprachpaket. Na, bin ich mal gespannt. Hör dem Gespräch des Netrunners zu. Warte, da müssen wir aus dem Edit-Modus raus, wa? Hast du eine bessere Idee? Warte mal, ich geh noch mal komplett zurück. Ich will das noch mal komplett hören, was er sagt. Ich will das mal, sonst verstehe ich nicht den Zusammenhang. Ja, du hattest recht. Sie ist klüger als... Okay. Wird sie uns Ärger machen? Das würde sie nicht wagen. Und sie ist unsere beste Verbindung zu Yorinobu. Wir müssen das Risiko eingehen. Ich bin nicht so zuversichtlich, dass Silverhand uns zu alt... Was? Hast du eine bessere Idee? Okay, also die reden über den Johnny Silverhand, über Keanu Reeves die ganze Zeit. Na, da bin ich mal gespannt. Wir haben aber alle Hinweise. Okay, Julie, das reicht. Okay, ich trenne die Verbindung. Kreol stammt auch vom Französischen ab. Das hört man aber auch. Das muss man nicht mal wissen. Das hört man sogar auch. Ich verstehe das nicht. Was hat das mit Johnny Silverhand zu tun? Hä? Der ist schon vor Ewigkeiten gestorben. Naja, das ist eine sehr lange Geschichte. Ich habe da so eine Ahnung. Lange Geschichte. Sein Konstrukt ist auf dem Biochip. Machen wir es mal. Wir sagen ihr das mal. Auf dem Biochip, den wir gestohlen haben, war Silverhands Engramm gebrannt worden. Engramm? Ein digitalisiertes Persönlichkeitskonstrukt. Ja. Ich brauche einen Moment allein, ja? Muss ein paar Sachen in meinem Kopf sortieren. Na klar. Na, dann reden wir mal mit ihm. Weißt du, wie wir diese Leute finden? Weißt du, wer die sind? Wer diese Frau ist? Oder wo wir sie finden? Scheiße, wie? Ich bin seit einem halben Jahrhundert tot. Wie? Tut mir leid. Wie? Was? Dass ich dir nicht auf Befehl alle Antworten auf dem Chrom-Tablet servieren kann. Okay. Was könnten diese Leute von alt wollen? Gute Frage. Woher soll ich das wissen? Du hast gar keine Idee? So oder so führt die Spur zu diesem Netrunner. Sie zu finden hat oberste Priorität. Ah. Wenn sie so viel über den Chip weiß, wie ich glaube, kann sie uns vielleicht helfen. Du meintest doch, uns kann nichts helfen. Na, such einfach diesen Juju-Kabelfreak, okay? Juju, okay, ich such Jojo. Alles klar.
Das ist überhaupt nicht komisch, wenn ich einfach hier Selbstgespräche in diesem Raum führe. Ja, warte, keine Sorge. Hast du überhaupt eine Idee, wie du die Voodoo Boys erreichst? Mit mir ist alles in Ordnung. Ich führe gerne mal Selbstgespräche. Alles gut. Warum? Hast du Angst, dass ich ihn Evelyn ausliefere? Nein. Ich habe dir erst nicht vertraut, aber wenn du dich an Evelyn rächen wolltest, dann hättest du das bereits getan. Und warum guckst du dann so besorgt? Ich will nur, dass alles hinhaut für dich. Hast du einen Plan? Ich frag mal rum. Ich höre mich mal um. Werde ein paar Anrufe machen. Anrufe, genau. Sagen wir so, die Voodoo Boys würden sogar einer streunenden Katze in ihrem Revier misstrauen. Aber irgendjemand muss was wissen. Na dann, viel Glück. Hoffentlich brauchst du es nicht. Glück? Ach, ist doch nicht. Danke. Danke, Judy. Level up! Nein, wie? Ich hab zu danken. Du bist ein guter Mensch. Ja. Evelyn konnte nie den wahren Charakter von Menschen lesen. Hätte sie die Möglichkeit gehabt, dich kennenzulernen, dann... Wer weiß, vielleicht wäre dann alles anders gekommen. Aber sie ist doch noch... man kann sie doch noch retten, oder? Also die ist doch jetzt nicht völlig... Oder ist sie jetzt komplett, nee, oder? Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Sie sah schon ein bisschen fertig aus gerade. Also, wo sie da im Bett gelegen hat. Egal. Ich glaube, wir rufen mal Mr. Hands an. Rufen wir doch mal Mr. Hands an. Gleich mal gucken hier. Mr. Hands. Gehen Sie mal ans Telefon. Jawohl. Also geht's wie gut. Und wie gut. Voodoo Boys reden, wenn du das hinkriegst. Und wie gut. Du meinst es heute echt ernst. Ich merk schon. Die Voodoo Boys werden von Maman Brigitte angeführt. An die kommt man nicht so leicht ran. Machst du keine Geschäfte mit denen? Dachte, du kommst an alles ran. Maman Brigitte. Maman Brigitte? Ist das ein Spitzname? Fieser Kultname? Leider konnte ich sie darauf noch nicht bei einer Tasse Tee ansprechen. Aber nein, trotz mancher Gerüchte hat der Titel keine religiöse Bedeutung. Die Voodoos nehmen ihr kulturelles Erbe nicht so ernst, spielen damit eher ein wenig rum. Dachte, du kommst an alles ran. Dachte eh nicht, dass du das auf die Reihe bringst. Wie? Umgekehrte Psychologie? Bei mir? Das ist nicht dein Ernst. Machst du echt keine Geschäfte mit denen? Erstaunt dich das? Ich vermeide gern unnötige Risiken. Das geht bei denen nicht. Aber ich kann die Fühler ausstrecken. Fragen tut nicht weh. Dafür brauche ich ein paar Informationen von dir. Das Auto, um die Sache einschätzen zu können. Sorry ist persönlich. Sorry, ist privat. Privatsphäre ist wichtig, hilft dir hier aber nicht weiter. Sagen wir mal, ich hab was, was sie haben wollen. Echt? Du hast was für die VDBs? Glaub mir, die brauchen und wollen nichts von dir. Die bleiben für sich. Alter, haben ihre eigene Tech, eigene Netzwerke. Aber wenn du darauf bestehst, ich frag mal rum. Wenn irgendwas zuckt, melde ich mich. Wenn was zuckt, ey, da liegt ja einer. Beschäftige dich anderweitig, bis Mr. Hands dich zurückruft. Ich glaube, ich habe meine Beschäftigung gefunden. Warte. Hier hat aber einer irgendwie körperliche Gesundheit. Keine Reaktion. Großkalibrige Schusswaffe im Rücken. Ach so, Todesursache. Okay. Der wurde anscheinend von hinten umgebracht. Moment mal, das kennen wir doch hier, die Ecke. Sind wir doch schon mal gewesen. Also das ist jetzt... Warte mal, da habe ich irgendwie noch eine Nachricht bekommen. Glaube ich. Robert Wilson, Schießwettbewerb. Nee. Schießwettbewerb, ich lese mal. Haltet einen Wettbewerb an meinem Schießstand ab, mit Preisen und allem drum und dran. Bist du dabei? Klar, wann? Sorry, ich schieße nicht zum Spaß. Wilson, es tut mir leid, genau. Warte mal, hier hat gerade irgendwie noch einer hier eine Nachricht geschickt wegen irgendwie Polizeiangelegenheiten oder so. Ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Irgendwie kam da gerade neue Mission, Shoot to Thrill. Okay, warte mal, ich muss mir mal mein Auto rufen. Hör mal mein Auto her. Ach ja, stimmt, das war ja das Motorrad. Haha, ich erinnere mich.
Ja, stimmt. Ja, da war ja was. Wir hatten ja gar kein Auto mehr. Also ja, wir haben glaube ich noch eins, aber ich glaube, das wird gerade... Es wird gerade repariert noch. Oder ist schon repariert? Was haben wir denn jetzt eigentlich noch für Aufgaben, die wir nebenbei noch machen können? Mapton Pelin. Genau, beschäftige dich anderweitig. Phantom Liberty. Finde Evelyns Auftraggeber in Pacifica. Das ist Phantom Liberty. Das ist doch gut. Ach so, das ist auch mit Rantamplan oder was? Da müssen wir wohl mal triftig mit Takemura. Wenn mir jemand gesagt hätte, ich würde eines Tages Anrufe von Saburo Arasakas Bodyguard annehmen, hätte ich auch gelacht. Guck mal, 500 Meter. Ja komm, dann treffen wir uns mit Takemura. Was soll der Geiz? In der Zeit, wo wir warten. Andere Richtung. Ein U-Turn. Grün. Grüner wird's nicht. Und hier müssen wir wieder ein bisschen gucken. Dass ich nicht jetzt wieder da lang fahre, wo ich nicht lang kann. Warte, hier muss ich glaube ich jetzt wieder abbiegen. Links abbiegen. Boah, bei dem Wetter Motorradfahren ist aber auch nicht angenehm, oder? Vor allem noch ohne Helm und so. Das ist ja nicht... Ja, juhu. Nice. Boah, was? Um Gottes Willen, wer hat denn da Mist auf die Straße gestellt? Was soll denn das, ey? Ich bin schon wieder falsch abgebogen. Spielwehr hat schon wieder... Es war so verlockend, jetzt einfach geradeaus zu fahren. Verdammt nochmal. Ah, nee, Moment. Warte mal, wie muss ich jetzt fahren hier? Ja, so schon mal nicht. Fahren wir hier hoch, genau. Hochfahren. Ja, dann sehen wir ein bisschen mehr von der Stadt. Überfall im Gange. Ja, habe ich jetzt keine Zeit. Warte, hier müssen wir nach links. Dann ein Stück rein. Dann rechts. Dann da lang. Und dann hoch. Orientierung wie ein toter Maikäfer. Ey, ich habe mich auf die Straße konzentriert. Warum hat man in dieser Zukunft eigentlich kein Navi, das mit einem spricht, frage ich mich. So nach dem Motto, in 300 Metern rechts abbiegen und sowas. Das ist eine tolle Zukunft. Ich finde das immer wieder geil, wie manche Technologien irgendwie einfach nicht mehr so relevant sind irgendwie dann. Was? Mission abgeschlossen? Wann habe ich denn eine Mission abgeschlossen? Wann ist denn das passiert? Wann habe ich das denn gemacht? Ah, wir müssen hier runter, wa? Ja, tatsächlich. Krass. Juhu! Fahren wir mal hier lang und da muss er ja irgendwo sein, der Takemura. Da ist er wahrscheinlich. Steig mal ab. Ram. Takemura. Jetzt sag nicht. Ah, okay, wir können warten. Ich wollte gerade sagen, ey. Und wieder einmal der Vergleich Warten in Cyberpunk versus Warten in Starfield. Viel, viel geiler gemacht in Cyberpunk. Muss niesen. Ziemlich. Gesundheit an mich selbst. Hier. Wie es für so ein geheimes Treffen sein muss. Okay, du siehst furchtbar aus. Was zum Henker ist passiert? Siehst scheiße aus. Meine Implantate, mein Geld, meine Würde, alles Geschichte. Alles weg. Aber wahr. Komplett weg alles. Hat aber auch was Gutes. Da draußen falle ich nicht mehr auf. Wo ist dein Freund? Ist dein Freund hier irgendwo? Oder? Er sollte jeden Moment hier sein. Gibst du mir jetzt endlich ein paar Infos über ihn? Er ist Hanako-samas Leibwächter. Hanako Arasaka? Die vom Flugzeugträger, der hier angelegt hat? Saburos Tochter? Ja. Und wenn er dir glaubt... Treffen wir als nächstes sie. Oh, Konzerner, warte. Das ist immer gut. Hoffen wir, er befolgt nicht blindlings Arasaka-Vorschriften. Was für Vorschriften? Die ungeschriebenen. Hier in Night City gibt es die. Könnte in Japan anders sein.
Wenn die internen Verrat nur wittern, holen sie Verdächtige mit verbessertem Vernehmer und zwei Elite-Teams mit Luftunterstützung. Ich verstehe, was du damit sagen willst. Doch wenn Oda etwas verheimlicht, braucht er keine Elite-Teams, sondern nur sich selbst. Vertrau mir, ich weiß, wie er arbeitet. Soll mich das etwa beruhigen? Wenn du Ruhe brauchst, sieh dir eine Weile den Himmel an. So. Das Auto. Gut. Sonst ist er nur getarnt unterwegs. Das ist ja mal eine Angeberschaukel hier. Ich wette, wir müssen uns wieder hinten reinsetzen. Und dann die Details besprechen. Mal gucken. Oder er kommt einfach raus. Ist es da hinten ein Hund auf dem Dach? Da hinten ist ein Hund auf dem Dach oder irgendwas. Irgendein Tier ist da hinten. Ja, oder eine Katze. Es ist wahrscheinlich eher eine Katze. Hakemura-san. Oda. Ist er das? Dein Dieb? Er ist mein Zeuge. Wie? Ich kann auch selbst reden, wisst ihr? Dann rede. Ich höre, du weißt gewisse Dinge. Ich weiß nicht. Wie heißt er? Ja, so heißt er. Nein, wie heißt er? Naja, wie heißt er? Nein, wie heißt er? Wie? Ja, wie? Ja, wie halt? Wie denn? Ja, wie? Yorinobu, genau. Ich hab grad Spaß. Dir wird nicht gefallen, was ich erzähle. Ich will eine Garantie für meine Sicherheit. Gut, oh mein. Du hast sie. Du kannst Oda trauen. Wie? Also gut. Wie kann ich ihm trauen? Ich war dort in der Nacht, als es passiert ist. Fing wie ein normaler Familienstreit an, bis Yorinobu sich auf Saburo stürzte und ihn erwürgt hat. Kein weiteres Wort. Wie? Du führst den Tod an deine Tür. Es ist die Wahrheit. Hanako-sama muss davon erfahren. Mein einziges Interesse liegt darin, sie in dieser gottverlassenen Stadt zu beschützen. Ist sie in Gefahr? Im Moment? Nein. Aber sicher während der Parade zu Ehren von Arasaka-sama. Ich bringe dir einen Zeugen für den Mord. Und du sorgst dich um eine dumme Parade? Du Narr! Korrekt. Oh. Denn im Gegensatz du kannst die Wahrheit nicht ignorieren. Korrekt. Denn im Gegensatz zu dir gehe ich meiner geschworenen Pflicht noch nach. Diese Worte wirst du bereuen. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich überhaupt gekommen bin. Auf deinen Kopf steht eine Belohnung. Ich tue dir einen Gefallen, wenn ich dir deinen Kopf nicht sofort abschneide. Und Entschuldigung, aber dauert das noch lange? Ich tue dir einen Gefallen, wenn ich dir deinen Kopf nicht sofort abschneide und Yorinobu-sama bringe. Was würdest du jetzt an meiner Stelle tun? Keine Gefallen. Ich würde Yorinobu-sama deinen Kopf bringen. Oder du bist ein Arasaka-Soldat. Das ist keine Bitte. Wir erinnern dich an deine Pflicht, deinen Vorgesetzten die Wahrheit zu sagen. Genau, zieh dir das hier mal rein. Ich bin nicht hier, um mich von einem Diebe belehren zu lassen. Oh, ich war nicht immer, was du vor dir siehst. Und dein Freund sah nicht immer wie ein Penner aus. Komm gern zu uns. Am Boden ist reichlich Platz für alle. Nicht? Dann tu deine Pflicht. Sag Hanako, was keiner sonst hören will. Genau, zieh Leine und mach, was er gesagt hat. Wie sagt ihr? Stoff zum Nachdenken geben. Manchmal muss man die Dinge eben aussprechen. So sieht's aus. Eine Schande, dass es nichts bringen wird. Wieso? Ist das nicht offensichtlich? Oder ist Perfektionist? Seine größte Angst ist, es Fehler zu machen. Wer soll sich verpissen? Ein durchgeknallter Saka-Irrer reicht. Tja, wir haben es versucht. Tolle Freunde hast du. Toller Freund, echt. Hast du noch mehr davon? Leider nur ihn. Tja, wir haben es versucht. Tja, wir haben es immerhin versucht. Oh ja. Und wir haben etwas Nützliches erfahren. Das ist ja ein Schiff. Wie meinst du das? Oh! Guckt euch mal das Schiff an! Was Rudat sagte. Nach der Parade wollen sie nach Tokio zurück. Verstehst du nicht? Die Parade.
Das könnte vielleicht unsere Chance sein. Eine Parade? Das ist lustig. Wenn wir doch nur irgendwie an Hanako-sama herankämen. Oh, ich hab da eine geile Idee. Wir tarnen uns einfach alles gut auskundschaften. Als Paradeure. Wir brauchen eine gute Karte von Japantown. Wir laufen einfach jetzt auf der Parade mit. Jetzt ist es an dir, Freunde anzurufen. Kennst du einen guten Fixer? Ob ich einen guten Fixer kenne? Ich kenne so viele. Immer sagte, das wird ein hartes Stück Arbeit. Moment, nicht so schnell. Du tust so, als würden wir uns in eine SBEM reinhacken. Du hast selbst gesagt, Hanako hat den besten Schutz von Night City. So ist es. Deshalb will ich, dass du den passenden Fixer anrufst. Ich kenne genau die Richtige. Wakako Okada. Wakako? Hat eine Pachinko-Bude in der Jig-Jig Street. Wir sollten ihr einen Besuch abstatten. Na dann. Kommst du mit? Klar. Klar. Warum nicht? Begib dich zu Wakako. Steig in Takemuras Van. Dann steigen wir mal mit ein, wa? Du kannst hoffentlich besser fahren als Judy. Dass die auch alle so einen Van haben, ne? Judy hatte einen Van, er hat einen Van. Gigi Street. Kannst losfahren. Was ist das für ein Name? Einer, der zu Night City passt. Muss ich mein Motorrad? Du machst dich lustig. Zu oft. Mann, sieht das geil aus mit diesen Armaturen, ey. Ne Ahnung, was bei Arasaka los ist? Das sieht so geil aus. Das, was ich mir aus dem Fernsehen zusammenreimen kann. Yorinobu und seine Marionetten grinsen in die Kameras und behaupten, alles sei unter Kontrolle. Aber je breiter das Grinsen, desto größer die Lüge. Sieht so voll Knight Rider-mäßig aus, die ganzen Interfaces. Alles okay bei dir, Goro? So geil. Ja, woher die plötzliche Sorge? Wir haben gemeinsame Interessen, du und ich. Schon vergessen? Garantiert nicht. Gut, weil man sich in Night City Blei schneller einfängt als eine Erkältung. Und ich dich lebend brauche. Ich lebe und bin wohlauf, wie du siehst. Sorg dich um dich selbst. Hat sich die Story in Cyberpunk 2.0 gar nicht verändert? Naja, in dem City... ich will mal Liberty City sagen, aber es ist Phantom Liberty. In dem Phantom Liberty DLC. Aber da sind wir jetzt kurz davor. Da könnten wir demnächst mit einer der nächsten Missionen können wir da sogar einen Teil schon machen. Aber so im Update selber, glaube ich, hat sich nichts verändert. Also nur mit dem DLC, glaube ich. Mit dem Phantom Liberty DLC verändert sich was an der Story. Da werden dann neue Stränge irgendwie freigegeben. Irgendwie so ähnlich. Da frage ich jetzt mich nicht nach den genauen Details. Ich will ja auch versuchen, mich möglichst ungespoilert auch erstmal mit dem ganzen Spiel auseinanderzusetzen. Deswegen kann ich jetzt auch nicht so viel sagen. Weil ich es einfach auch noch nicht... Ich kenne ja die Haupthandlung auch noch nicht. Deswegen. Boah, das sieht auch geil aus hier. Guckt euch das mal an. Ich finde diese Mischung aus Pink und Türkis auch ziemlich geil. So. Das ist fast ein bisschen wie bei meinem Kanal-Artwork, fällt mir mal gerade so auf. Ein kleines bisschen. So von der Farbmischung her. Also er fährt auch ultra vorsichtig, oder? Aussteigen. Nice. Was? Durchs Toilettenfenster? Wer klettert hier durchs Toilettenfenster? Was ist da denn los? Es gibt mehr Enten durch Phantom Liberty, ja. Das stimmt, das habe ich, glaube ich, tatsächlich noch mitbekommen, genau. Da bin ich mal gespannt. Okay, das... Da habe ich jetzt aber ein Déjà-vu. Die beiden haben sich schon mal so gestritten. Sechs Shop. Wo bist du denn hin mit deinem süßen Arsch? Ey, mein Arsch geht nur mich was an. Teil härter als deine Kindheit. Ja, das war dieser Spruch, ey. Junge, Junge. Aber da haben sie auch immer nur die gleichen Sprüche drauf, kann das sein? Na gut, sie ist ja auch ein Hologramm. Okay, dann gucken wir mal, was Wakako zu sagen hat. Rogue, meine Liebe, das muss ein Missverständnis sein. Ich weiß nicht, wer dein Team erwischt hat, aber die Claws nicht.
Meine Jungs kennen die Grenzen. Ich entschuldige, ich habe Gäste. Wir haben eine kleine Angelegenheit. Wie? So schön, dich zu sehen. Wer ist dein charmanter Freund? Wir arbeiten zusammen. Das ist alles. Arbeiten. Ein echter Gentleman. Ach, zu schade, dass ihm eine ganze Arasaka-Armee am Arsch hängt. Was? Und du, wie? Bringst ihn an meine Tür. Ups. Gib mir einen Grund, warum ich nicht sofort die richtigen Leute anrufen sollte. Weil ich sympathisch bin, weil wir nett sind, weil es sich für dich lohnt. Vorsicht. Vorsicht? Der meistgesuchte Japaner auf der Flucht taucht in Night City unter. Und du hast nichts damit zu tun? Ich bitte dich. Wir wissen, wie die denken. Die finden dich schneller, als du deine Kippe aufgeraucht hast. Dann redet. Aber mein Telefon halte ich trotzdem bereit. Die Parade in Japantown. Ich brauche Infos. Ja, ich will bei der Parade mitmachen. Wir brauchen Infos. Geil. Zu der Parade, die durch Japantown führt. Die ist bestimmt lustig. Also Arasaka. Wieder mal. Was ich nicht verstehe ist, warum ich? Geht Mr. DeShawn nicht ans Holo oder was? Du weißt alles, was in dieser Gegend abgeht. Ja, warte mal, fragen wir ihn mal. Goro, wie war das? Warum ist Dex hinter fotziger Fettarsch nicht verfügbar? Er ist tot. Oh. Abgeschlachtet und von Arasaka auf der Müllhalde entsorgt. Wirklich schade. Ach ja, stimmt, genau, das war ja der, genau. Soll das eine Drohung sein? Nur Fakten. Keine Drohung. Du hast nach Dex gefragt, ich hab geantwortet. Nur Fakten, sonst nichts. Gut. Sonst würdet ihr ihm bald Gesellschaft leisten. Okada-sama, unsere Absichten sind ehrenvoll. Wir brauchen Informationen. Es geht um Leben und Tod. Es ist alles auf den Splittern. Was ist dein Preis? Meine Taschen sind leer. Natürlich. Mein Geschenk an euch. Gratis. Aha. Okada-sama. Gratis bedeutet meistens teuer. Ja, das ist wohl. Wollt ihr sie oder nicht? Gratis, ganz sicher? Gratis? Ganz sicher? Ich habe meine Gründe. Nur keinerlei Geduld. Ja, dann nehmen wir das Ding, wa? Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ja. Japantown. Der ganze Bezirk wird für die Parade abgesperrt. Dashi-Wagen, die Hauptattraktion. Sie fliegen hier lang, weit über der Straßenebene. An der Paradestrecke gibt's Balkons, Brücken und andere gute Aussichtspunkte. Ja, sehr schön. Hanako Arasaka ist Ehrengast und wird vom größten Wagen eine Rede halten. Und zwar genau hier. Ja, nice. Security kenne ich nicht. Aber dank gewisser Ereignisse wird die hoch sein. Ah, das sieht aus wie bei beim fünften Element. Bei der letzten Parade waren verdeckte Arasaka-Leute in der Menge. Oder Blade Runner. Ansonsten die üblichen Scharfschützen, Drohnen und als wäre das noch nicht genug, mindestens noch ein Netrunner. Die nutzen die Überwachungskameras der Stadt, um alles zu beobachten. Hauptzugangspunkt ist hier. Ein altes automatisches Steuerzentrum. Ziemlich nützlich, denke ich. Am Ende fliegen die Wagen aus Japantown raus und wir stecken bis zum Hals im Müll, den natürlich keiner aufsammelt. Das war's. Mehr habe ich nicht. Nein, nein. Das muss reichen. Na dann, macht euch ans Werk. Bist du nicht neugierig, was wir vorhaben? Gar nicht neugierig, warum wir uns all die Mühe machen? Ignoranz ist in meinen Augen ein Segen. Außerdem finde ich's ja bald raus, oder? Das stimmt. Wird bestimmt wieder in allen Zeitungen stehen, was wir machen. Danke, Wakako. Wir wissen das zu schätzen, Okada-sama. Na dann. Die Reise in die unendlichen Weiten, ja. Ja, krass.
meine lieben Freunde. Wir werden die Parade sehen. Ich bin mal sehr gespannt. Das hat ja so viel vom Blade Runner, wenn sie da durch die durch diese Straßen dann fliegen und eine so. Eine wirklich reizende Frau. Nice. Die Infos könnten genau das sein, was wir brauchen. Ja, Mann. Ich werde versuchen, mehr herauszufinden. Ja, Mann. Ich bleibe hier und rufe einige nützliche Helfer an. Ja, Mann. Wenn ich etwas Neues erfahre, gebe ich dir Bescheid. Halt den Kopf unten, genau. Und halt dich bedeckt, ja? Fang nicht an, Autogramme zu geben. Du bist die Berühmtheit von uns beiden. Pass auf dich auf, P. Sehr schön. Nice. Okay, dann begeben wir uns jetzt in den Sexshop. Ich meine natürlich ins Afterlife. Wobei der Sexshop wäre auch mal interessant eigentlich. Was kann man denn hier eigentlich so kaufen? Ah ja. Haha! Nicht dein Ernst! Moment mal, ich glaube, ich weiß, wie das funktioniert. Naja, aber... Ich glaube, man muss mindestens einmal in den Sexshop gegangen sein, meine lieben Freunde. Nicht schlecht. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ah, Moment, wir müssen mal hier jetzt da... Was müssen wir da jetzt machen? Begib dich zum Afterlife. Nein, 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 stopp. Ist jetzt eigentlich der Typ? Kann der jetzt eigentlich telefonieren? Der wollte doch anrufen. Hier. Ach so, hat immer noch nicht angerufen, genau. Ghost Town, begib dich zum Afterlife. Beschäftige dich anderweitig, bis Mr. Hans dich zurückruft. Genau, dann ist ja markiert hier, dann machen wir das jetzt. Dann hole ich mir jetzt mein Motorrad, mein Fahrzeug. Hä, wie genau? Ach! Ah, mein Auto ist wieder repariert. Ja, dann nehme ich jetzt mal das Auto. Das ist jetzt wieder benutzbar. Sehr schön. Wo ist es denn? Wie, Moment. Ah, wo ist es denn? Ach, da unten oder was? Unter mir? Kann das sein? Ich glaube, unter mir ist es. Aber was ist das denn hier für eine Konstruktion? Wer baut denn da einfach eine Wand hin? Ist es unter mir? Ne, Moment. Wo ist es? Hör mal, Moment. Nein, Moment, oben. Das ist ein... ganz schön in die Klampe, was? Unteres Amateurniveau. Ja, lächerlich. Kaum zu ertragen, der Amateur. Ha. Die Akkorde sind völlig daneben. Das höre sogar ich. Nun fahr mal runter, Chumba. Sei nicht so kritisch. Das ist gar nicht mal so schlecht. Hm. Der Junge trägt einen tiefen Schmerz in sich. Etwas, das er nicht loslässt. Ja, damit kennst du dich ja mal aus, wa? Könnte ein bisschen mehr Charisma haben und die Akkorde besser treffen, aber so alles in allem gar nicht mal so übel. Aus deinem Mund klingt das fast wie ein Lob. Hast du auch so angefangen? Straßenmusiker mit großen Ambitionen. Sehr witzig. Ich habe nicht von Ruhm geträumt. Hatte alle Hände voll zu tun, damit die Welt wach zu rütteln. Erfolg verschafft Gehör, sagen alle Loser. Kommt mir bekannt vor. Sagen das nicht alle gescheiterten Künstler? Weißt du was, du hast recht. Ich bin gescheitert. Die Konzerne ficken diese Stadt genau wie vor 50 Jahren. Die bösen Konzerne, glaub genau. Glaub bloß nicht, dass ich tief in meinem Inneren das nächste Teenie-Idol sein möchte. Ich gebe einen Scheiß auf kommerziellen Kram. Ja, ja, schon der, gut, du der böse Kumpel. Immerhin hattest du ein paar Gigs. Habt ihr Erinnerungen gesehen? Der böse ja, wir haben überall gejammt. In Parks, Fabrikhallen, Underground-Clubs. Und damals haben die coolen Leute uns gefeiert. Einige haben es aufgenommen und geteilt. Wenn ich das sehe, feiere ich dich vielleicht auch. So alte Aufzeichnungen könnten was wert sein. Du meinst, es gibt noch alte Samurai-Bootlegs? Die könnten ein paar Eddies wert sein. Jetzt wechselst du auch auf den Sellout-Zug? Da kommen mir fast die Tränen. Jetzt mal Spaß beiseite. Glaubst du, dass es nach all den Jahren solche Aufnahmen noch gibt? Das Rainbow Cadenza ist nicht weit von hier. Da haben wir früher ein paar Mal gespielt. Geiler Schuppen für Leute, die echt was von Musik verstehen. Vielleicht wissen die ja was. Das klingt auch nach einer witzigen Aufgabe irgendwie. Ja, cool. Wo ist jetzt mein Auto? Oben. Ich muss nach oben. Ach, oben. Ja, stimmt. Da ist ja noch eine Straße über mir. Okay, warte. Wie komme ich da hoch? Da drüben. Da muss ich hin. Alles klar. Alles klar. Hab's gesehen. Und dann gehen wir mal zum Afterlife noch. Würde ich sagen. Da ist mein Auto. Schön, erstmal alle anderen zugeparkt, genau auf der Straße. Auch schön, okay, dann einsteigen.
Geh gleich weiter. Tut mir leid, wollte die Straße nicht blockieren. Jo! Da ist ja rot. Ein bisschen auf die Verkehrsregeln achten wollen wir ja schon, wa? Nur ein bisschen. Und los. Da, nach rechts. Erstmal auf den Bürgersteig fahren. Es ist grün. Links. Ja, das ist auch ein geiles Auto. Es gibt hier teilweise auch echt so kleine Mini-Autos, wo man sich so denkt, lol. Kleiner als ein Smart. Voll kompakt. Alter, das sieht so geil aus, ne? Das sieht auch echt aus, diese Dachkonstruktion, wie bei Saatis irgendwie. Da. Links. Und dann... worauf warten die denn hier alle? Auf besseres Wetter? Ah, dass es grün wird. Ja, siehst du, kaum komme ich, wird es grün. Nicht schlecht. Bäb, bäb, bäb. Warte mal, hier müssen wir doch... Moment, kann ich hier parken irgendwo? Ich parke jetzt einfach hier. Seal. Aussteigen. Nice. Achtung. Nicht aufs Korn nehmen lassen hier. Synthetikfleisch, Genuss pur. Probier's noch heute. Heute ist ein Glückstag. Ach, Mr. Hans. Zumindest, wenn du deine Pläne in Pacifica ernst meinst. Du kannst also doch Wunder bewirken, hm? Wie gesagt, egal was du zu bieten hast, den Voodoo Boys ist es, Zitat, scheißegal. Ha. Ich hoffe, du hast die Quittung noch. Aber sie haben ein Gegenangebot für dich. Ach, einen was? Auftrag. Wenn du ihn erledigst, darfst du mit Brigitte sprechen. Mit wem soll ich reden? Was für ein Auftrag ist das? Weißt du, worum es bei dem Auftrag geht? Wieso? Macht das einen Unterschied? Du wirst ihn eh nicht ablehnen. Das erfährst du alles später. Ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Ich hab's nicht gefragt. Mit den Voodoos zu reden, ist wie einem Alligator einen Zahn zu ziehen. Für alle Beteiligten schmerzhaft. Ha! Mit wem soll ich reden? Okay, mit wem muss ich reden? Die Kirche, Sloan Lane, drinnen am Altar. Man wird dich ansprechen. Verstanden. Danke, Hans. Okay, was machen wir denn jetzt zuerst? Oh mein Gott, jetzt sind wir am Afterlife. Jetzt müssen wir eigentlich zuerst ins Afterlife. Und an dieser Stelle endet diese Folge Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem Prozentual. Allen Anteil am Kaufpreisen. Das ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit für meinen Kanal. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet, und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.